Himmelsgaben. Jesus erklärt priesterliche Sündenvergebung. 28. März 1843. Der Herr spricht zu und durch Jakob Lorber. Du möchtest wohl der ältesten Tochter Marie des AHW zum leiblichen Namens- und Geburtstage von mir etwas geben? Ja, ich möchte ihr ja auch etwas geben, so sie nur ernstlich etwas möchte. Aber sie hat eben nicht das größte Zutrauen zu uns, sondern hängt noch am stärksten an der Mauer Roms. Daher ist es etwas schwer, ihr etwas Rechtes zu geben, also, dass sie daran ein lebendiges Wohlgefallen fände. Damit sie aber sehen möge, was da an der Mauer Roms liegt, so will ich sie auf den mächtigsten Stützpunkt, worauf Rom fußt, bedeutlich aufmerksam machen. Es ist der 18. Vers des 18. Kapitels aus Matthäus und gleichlautend und bedeutend auch der 23. Vers im 20. Kapitel aus Johannes. Dass aber dieser Stützpunkt ein ganz fälschlicher ist, steht ja doch gar deutlich im 18. Kapitel des Matthäus und besonders vom 14. bis zum 35. Vers und noch deutlicher im Vaterunser. Denn da heißt es doch: Vergib uns unsere Schuld, also wie wir unseren Schuldigen vergeben. Und stehet nicht: Vergib uns unsere Schuld, wie uns dieselbe die Priester vergeben. Also besagt auch der römische Stützpunkt, der 18. Vers im 18. Kapitel des Matthäus, keineswegs die sündenvergebende Macht von Seite eines Priesters, sondern die gegenseitige menschliche und brüderliche Liebepflicht, dass einer dem anderen alle Schuld vergeben solle. So die Menschen sich gegenseitig alles vergeben, dann wird ihnen auch von mir alles vergeben. So sie sich aber gegenseitig ihre Schulden unter sich behalten, da werde denn ich sie ihnen auch behalten. Das im Original verwendete Wort vorenthalten bedeutet im heutigen Sprachgebrauch das Gegenteil, galt und gilt jedoch auch als Synonym für aufbewahren oder behalten. Das ist die rechte Bedeutung dieser lang überaus stark verkannten und ebenso stark missbrauchten Stelle, und es gibt für mich keine andere gültige. Wer nach dieser Bedeutung leben wird, der wird zu mir kommen, wer aber nicht, der wird draußen bleiben, und wenn er mit 1000 priesterlichen Sündenvergebungen versehen wäre. Solches solle denn auch die MH bedenken, so wird sie bald einsehen, dass ich auch ohne Skapuliere und Brevets Sünden vergeben kann. Amen. Aus dem großen Evangelium des Johannes, Band 6, Kapitel 19, die Reinigung von der Sünde. Sagte ein Bürger: O Herr, das wäre also wohl schon alles recht, wenn wir nur in unserem ganzen Leben nie gesündigt hätten. Die Sünden brennen uns nun in unseren Herzen vor dir, der du unsere Herzen und Nieren durchschauest und heilig bist durch und durch, und wir sind aber gerade das Gegenteil. Daher ist es für uns schwer, nun so ganz heiter und fröhlich zu sein. Sage ich: Glaubt ihr denn, dass ich das früher nicht gewusst habe, als ich euch angenommen habe? Ich aber habe euch eure Sünden vollkommen erlassen, dieweil ihr euch selbst von aller Sünde abgewendet habt und hinfort nimmer sündigen wollet und auch sicher nicht werdet. Und so seid ihr keine Sünder mehr, sondern nun vollkommen frei von aller Sünde. Und so meine ich, dass ihr desto mehr Grund haben solltet, aus ganzem Herzen fröhlich zu sein. Sagte einer von den Bürgern: Herr, was ist denn mit den Sündenflecken an der Seele? Denn wir haben gehört, dass so jemand einmal gesündigt hat und ihm bei seiner Besserung durch Bußwerke die Sünde auch erlassen ward, an seiner Seele noch immer ein schwarzer Fleck haften bleibt,
durch den sie gebrandmarkt wird, dahin, dass ihr dann ob des Fleckes jede ganz reine Seele im anderen Leben ausweicht und keine Gemeinschaft mit ihr pflegt, und dass eine solche befleckte Seele so lange nicht zur Anschauung Gottes gelangen kann, bis sie den Fleck im schlimmen Hadesfeuer, Scheol, Hölle, ganz verloren hat. Sagte ich, ja, ja, der Fleck bleibt so lange an der Seele, bis der Mensch der Sünde völlig entsagt hat. Wer aber der Sünde voll ernstlich darum entsagt hat, weil sie böse ist und den Menschen verdirbt und von Gott und von allem Guten und Wahren abwendet, der hat auch gar keinen Fleck mehr an seiner Seele und hat Scheols schlimmes Feuer gar nicht mehr zu fürchten. So ihr aber vor euren Seelensündenflecken so einen Respekt habt, wie möglich konntet ihr denn mich anschauen, da ihr doch nun auch wisset, wer hinter mir und eigentlich in mir ist? Seht darum, wie schwach und albern ihr noch seid. Ich sage es euch, so ihr meine Jünger sein wollet, da müsstet ihr euren alten Menschen ganz ausziehen, wie ein altes Kleid, und einen ganz neuen anziehen. Denn ich und die überaus zerlumpten und verrosteten Tempellehren dieser Zeit taugen durchaus nicht mehr füreinander. Dieses beachtet und seid vernünftig, edel, heiter und voll guten Mutes.